Hi, ich bin Valentina. Hi, und ich bin die Melli. Und wir spielen jetzt einen Wissensquiz gegeneinander und ich bin sehr gespannt, wer hier der schlauere Fuchs ist. And let's get ready to rumble oder let's so. Let's go! Wie viele Stunden hat der 1. Oktober? 24. Hä, wie viele Stunden hat... Ja, ist ein ganz normaler Tag. Ach so. Wie viele Stunden hat der 1. Oktober? Ich dachte mir, die will mich verarschen. Hab ich gar nicht gecheckt. Alles gut. Wie viel Erde ist in einem Loch von der Größe 3 Meter mal 2 Meter mal 3 Meter? Ich schwör dir, ich schwör... Ich habe keinen Plan, ich würde raten. Warte mal, wie viel Erde ist in einem Loch von der Größe... Keine Ahnung, warte mal. Keine Ahnung, ich schwör... Ich hätte jetzt 3 Kubikmeter gesagt. Ist falsch, ne? Keine. Ich hätte gesagt keine. Weil ein Loch ist. Ganz ehrlich, Leute. Keine Ahnung, ich habe es gelesen, ich wollte einfach mathematisch und dachte mir so, da steht Loch, okay. Heißt es der oder die gerade Kurve? Beides ist falsch. Weil eine Kurve nicht gerade ist. Hä? Ja, du musst mir keinen Mittelfinger jetzt zeigen. Jetzt komm ich rein. Ja, jetzt komm ich jetzt rein. Jetzt hat es gecheckt, jetzt kommt's, jetzt weißt komm du. Ich rein. Habt ihr gesehen, wie garstig? Ich mach direkt den hier. Ja, natürlich. Welcher Berg war vor der Entdeckung des Mount Everest der höchste Berg? Ja, der Mount Everest. Nur weil der nicht entdeckt worden ist, heißt doch nicht, dass es ein anderer Berg war, der höher war. Verstehe ich nicht, ich wollte die Fragen. Weißt du, die Fragen sind so einfach, dass sie auch so direkt so... Das hat nichts damit zu tun, dass du blinder bist als ich oder so. Das ist einfach nur, die verarschen uns. Entweder, das ist so richtig Lesenfrage. Okay, aber ich kann nicht so schnell lesen, das ist das Problem. Ich will mal langsamer lesen. Scheißegal, das ist lustig trotzdem, komm. Okay, weiter. Ein Bauer hat 17 Schafe. Alle bis auf 9 sterben. Wie viele hat er noch? Oh, warte mal. Ja, sag. Du warst schneller. Mal gucken, ob du Mittelfinger kriegst oder nicht. Er hat 9 Schafe. Ja, war auch voll logisch. War auch logisch. Du warst nur eine Sekunde schneller. Was liegt in der Mitte von Rom? Rom? Das O. Was liegt in der Mitte von Rom? Ein O. Ein O. Wenn ich ein gelbes Taschentuch um Mitternacht des 19. Dezember in das Schwarze Meer werfe, was passiert mit dem Taschentuch? Gar nichts. Gar nicht, doch. Nein, das Schwarze Meer. Ist noch weiter gelb, also gar nichts. Es bleibt gelb. Obwohl das Schwarze Meer ist doch nicht, ist das nicht das dicke Meer, wo du reingehst und oben drüber liegst? Nee, trotzdem wird's nass. Ja, okay. Welches Wort wird in Deutschland immer falsch geschrieben? Okay. Hä? Welches Nein. Wort wird in Deutschland immer falsch geschrieben? Ich habe aber gerade... Falsch. Aber wie bist du jetzt darauf gekommen? Tja. Ja, sag mal kurz. Ich bin Profi. Pass auf. Hast du aber ganz knapp Glück gehabt. Ich bin immer die Beste. Ich habe das Wort verstanden. So, Leute, das war... Das Wissensquiz und ich habe natürlich gewonnen. Aber wie arrogant du manchmal bist, ne? Ich könnte gerade im Strahl kotzen. Nein, komm her. Ich bin ja im. Nein, man macht so. Bruder. Bruder, freu dich. Peace. Das war das Wissensquiz und wenn euch das gefallen hat, müsst ihr unbedingt Wisst ihr noch abonnieren. Und auf hier sind Fall. Noch ganz viele andere Videos von Wisst ihr noch. Schaut unbedingt vorbei, es ist so funny. Auf jeden Fall abonnieren, Leute, und alle anderen Videos angucken. Viel Spaß dabei. Peace out.